sports. It's in the game. Was geht ab, liebe Leute? Und damit herzlich willkommen zu EA Sports UFC 2. Im neuesten Spiel, ich glaube jetzt schon einen Monat ungefähr draußen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe den Vorgänger nicht gezockt, ich habe diesen Teil auch noch nicht gezockt. Das heißt, ich bin eigentlich kompletter Frischling bei dieser Reihe. Ich habe bisher sehr viel Positives gehört. Ich wollte trotzdem mal gemeinsam mit euch in das Spiel reinschauen. Für ein Video einfach mal so just for fun. Zur Abwechslung von den ganzen anderen Projekten. Und ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Wie gesagt, ich zocke das auf der PlayStation 4. Und wenn es euch trotzdem gefällt, das Video, lasst gerne Feedback da. Und vor allem auch für die an die Leute, die das Spiel vielleicht schon länger und intensiver spielen. Wie euch das so gefällt. Ob das besser ist als das... Wer hat denn vorher UFC gemacht? Ich glaube, das war THQ, oder? Da hatte ich mal einen Titel gespielt, das war echt ganz geil damals. Das war auch schon 4 Jahre her, 5 Jahre her, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir fangen einfach mal an. Ruthless Robbie Lawler for the UFC welterweight championship of the world. Robbie Lawler is a man on a mission right now, and he's very motivated to defend his title for the first time. This is really do or die time. I'm not less hungry now that I have a title. If anything, I'm more hungry. I'm ready to fight. I'm a fighter. This is who I am. Lawler, McDonald for the belt. Are you ready? You ready? Let's go, guys, fight. Here we go. So far, Robbie, laying back, and very patient. Beautiful shot. Look at that sprawl by Lawler. Oh, hard left hand by Robbie. They're opening up. Get this fight, Rob. Close the gap with the 1-2. Oh, nice combination. And again. That was that 1-2 by Robbie. Rory's busted up a bit, Joe. But clearly from the second round, it's been Robbie Lawler doing the most damage. Oh, Robbie staggered by that kick. He turned. Again with the head kick. Robbie's in big trouble, Mike. McDonald pouring it on. Robbie looking to survive. Wow. Robbie Lawler, he's badly hurt. This is a wild fight. Championship rounds. There's that head kick again. Head kick. That front kick. What a combination. Nice. Completely different fight. Rory's just picking him apart from here. This stared down Rory. Joe, Rory was going nowhere. We listen in the Lawler's corner. Robbie, listen to me, man. Look at me. Look, Robbie, you need to focus. He's up 3-1. He is busted up. He is ready to quit. There's a lot of anxiety in the corner of the champion, Mike, and he may very well have to finish to retain his title. Fifth and final round. Ah, das war so klar, dass wir die letzte Runde spielen. Die fünfte und letzte Runde. Ey! Ach, unfair bist du auch noch. Alles klar. Da ist der Block gegen den Pass. Okay. Da kommt der Leg Kick. Ja, wie gesagt, ich bin absoluter Frischling, also verurteilt mich nicht direkt wieder. Die übelsten Pros da draußen. Schöner Frontkick. Okay. Ja, der Haken zum Körper kommt an. Starke Kick-Kombination. Ein heftiger Kniestoß zum Körper. Der Jeff hat gesessen. Oh, genau auf die okay. Leber. Da wird ihm schwarz vor Augen. Ich will zurück. Jetzt geht alles aus sich raus. Okay. Alles klar, wir kriegen das hin. Oh, wenn der Kick getroffen hätte. Hat er doch. Der zweite zumindest. Okay, hoher Block. Und R2 ist wahrscheinlich... Niedriger Block, oder?
to the body, to the body. Starker Inside-Leg-Kick. Okay, okay. Tiefer Block. Komm. Lawler bleibt hängen, der Kick kommt nicht an. Alter, die Optik ist aber auch schon ziemlich fett, oder? Ja, guter Inside-Leg-Kick. Das hat gut gesessen. Ja, sehr guter Kniestoß zum Körper. Komm schon. Bitte mit dem Kick. Frontkick zum Kopf. Sollen wir es jetzt beenden? Oh, ich blicke noch gar nicht so richtig durch, aber ich versuche den mal jetzt kaputt zu schlagen. Mal sehen, ob es klappt, wa? Da ist der Frontkick zum Kopf. Oh shit. Steh auf, steh auf, steh auf. Wie stehe ich denn auf jetzt? Ah, so, alles klar. Ja, er steht wieder. Konsen, was für ein Headkick. Alter, ich krieg hier nur auf die Mütze. Super Kicks. Starke Linke. Okay, meine Ausdauer ist wieder am Ende. Mein Gott. Ich stell mich wie der erste Mensch an. Das ist unfassbar hier wieder. Ja, der Schlag ging ins Leere. Ja, aber auch. Oh, ein heftiger Headkick. Ist immer so knapp. Zack. Oh, ein heftiger Kick. Zack. Sauberer Headkick. Wow! Gute Gerade! Erstklassige Kicks hier. Bei dem Haken hat leider die Präzision gefehlt. Oh 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 oh. Schöner Inside-Sack geschlagen. Der hat's mal richtig gesessen, Alter. Und der Kampf ist vorbei. Der kam aus dem Nix. Dieser finale Haken war schon absolut sehenswert. Er hat sich genau die richtige Distanz gesucht und seinen Gegner hier schwer zu holen. So, hier kommt die Wiederholung. Nicht schlecht. Boah, er hat sowas von gesessen. Ach, Leute, ey, Fight Night damals noch von EA war richtig geil. Damals das erste Fight Night, das erste Fight Night auf der Xbox 360. Ich glaube, es war der dritte insgesamt oder so. Auf jeden Fall das erste der Next-Gen-Konsolen. Das sah halt damals so geil aus. Okay, wir haben Coins bekommen. Du hast Coins für UFC Ultimate Team erhalten. Hey, nicht erneut kämpfen, das haben wir ja schon gemacht. Ich würde sagen, jetzt gucken wir uns nochmal.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Und als nächstes ein Fight im Schwergewicht zwischen Mark Hunt und Stipe Miocic. Ich kenne die Kommentatoren irgendwo. Stipe Miocic. Und jetzt steigen wir ein. Okay, jetzt mal gucken. Der Jab kommt an. Schöne Angriffsserie. Boah. Oh, scheiße, Mann. Ja, der lässt nicht locker. Oh, scheiße. Hör auf mit deiner Kacke. Boah, ich blute schon übel. Warte denn. Das hast du davon, Junge. Boah. Das war knapp. Aber ein gewaltiger Uppercut. Das kam so geil, wie der ausgewichen ist. Was willst du? Boom! Aus dem Nichts heraus. Alter, geil. Es sieht richtig geil aus. Ohne Scheiß. Wenn man sich da ein bisschen reinzockt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es unnormal Bock macht. Ich müsste es eigentlich mal mit einem Kumpel zocken, ey. Also vielleicht, wenn ihr Bock habt auf nochmal eine Folge, kann ich echt nochmal mit einem Kumpel das zocken, vielleicht. Aber ich glaube... Wahnsinn, starke Rechte. Ach, scheiße. Guter Kick, voll auf den Körper. Treffer mit dem Jab. Ich glaube. Und jetzt tut er seine Chance. Oh. Volle Angriffe. So harter Leben. Nein! Ich glaube, es ist jetzt nicht, kein Projekt bei mir, was jetzt auf längere Zeit regelmäßig kommt. Erstmal nur ein Video und dann guck ich mal, wie ihr das fandet. Aber wenn, dann müsste ich mich auf jeden Fall mal reinzocken. Obwohl, wenn ich mit einem Kumpel zocke, dann ist das scheißegal. Da sind wir ja beide genauso scheiße. Hoffentlich. Okay, mein Kollege hier ist aber auch nicht unbedingt der Typ mit den geilen Kicks oder so. Sondern eher mit den Schlägen. Ja, guter Haken! Warum einmal will ich den auslocken wenigstens? Ja, er versucht den Kampf zu beenden. Komm her jetzt! Boah, schöner Haken vom Kopf, aber daneben. Bam, Junge! Boah, endlich! Komm, das krieg ich noch umgerissen, das Blut da. Boah! Die Sounds! Die. Ist schon nicht schlecht gemacht, ey. Soweit ich das beurteilen kann halt. Ja, starke Linke. Er versucht den Kampf zu beenden. Guter Haken, perfekt getimt. Ja, meiner ist halt wirklich nicht der Kicker hier. Na, komm her. Boah, das war's schon? Da kippt er um. Nee, das... da muss nicht. Ich muss nochmal eine Runde spielen. Diese letzte gerade, mit der er den Kampf beendet. Aber nicht mit dem Typen. Ich suche mal nochmal einen anderen aus dem Abschluss. Ist ja jetzt blödsinnig, in den Karrieremodus reinzuschauen. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Obwohl... Soll ich es tun? Ich weiß nicht.
unnormal geil aus. Jetzt kommen noch die fetten Augenbrauen am Start. Haben wir die noch? Nicht der Boxer eher. So, gibt es jetzt hier vielleicht noch so ein Einführungsmatch, dann können wir nochmal mit Pablo Sorbo, vielleicht nochmal jemand auf die Schnauze hauen. Boah, ich kassiere direkt wieder Schläge ohne Ende. Alter. Hard work, sacrifice, it's all coming down to this. I didn't sweat and cry all those tears and drip all that blood for no reason. My dream is to be the UFC champion, nothing else. I've got to destroy whoever they put in front of me. I'm not gonna let someone hijack my destiny. Every one of these fighters here honestly believe that this is their time, and they're right. This is their time. This is their opportunity to reach out and grab everything they ever dreamed of. Welcome to the Ultimate Fighter. Na, ist nicht schlecht, ey. So. Jetzt ist der Part doch wieder länger geworden, als ich eigentlich wollte. Weiter zum Kampf, los. Ich will noch mal eine kurze Runde wenigstens. Nur eine Runde wenigstens. Aber das ist schon cool, ey. Das ist schon cool.
So, der Gedanke ist doch ganz geil, also wenn man auf sowas steht, seinen eigenen Typen aufzubauen, zu trainieren, immer besser zu werden, sich hochzukämpfen, was ist denn das Wort? Erst anfangen in irgendwelchen Hinterhöfen, Kibbutz-Leister, das wäre richtig cool, ne? Aber es ist natürlich die offizielle Lizenz, da können sie nicht irgendwelche Hinterhof-Schlägereien zeigen. Ich überspringe das, oder? Komm ich jetzt da rein? Pablo Zarbo! Wie der da rein wackelt auch! Das ist genau die perfekte Haltung. Zob, man! Oh Gott, Leute, sorry. Das ist einfach so scheiße. Die Haare, Alter, die sind nicht schlecht gemacht. Guck mal, wie die rumwackeln, Alter. Boah, Junge, bin ich ein Hühner, Alter. Ein richtiger Schrank hier. Was war das für ein Schlag? Als wenn er ihn streicheln wollte. Komm mir nicht so nah hier. Zack. Die Haare! Die sind aber ganz schön gut gebaut, ey. Weißt du Bescheid? Am Strand von Rio und Sao Paulo und was weiß ich, da kriegen wir alle Weibers. Wenn da nicht schon der Bart reicht. Boah, der hat gesessen, der hat richtig gut gesessen. Ja, jetzt hier. Okay, so wie es aussieht, schlägt er mich wieder kaputt. Sehr schön! Sehr schön, der hat gut gesessen. Die Haare! Boah, der hat gut gesessen, der war ganz gut. Wow! Komm her! Alter, langsamer kann der ja gar nicht kommen. Komm schon. Die Runde schwingen wir nur zu Ende. Pablo Zarbo! Wenn der mal sitzen würde, wa? Und tot. K.O. Mensch. Oh, was ist jetzt los? Oh, Grappling Tutorial. Nee, Mann. Nee, Leute, das reicht jetzt. Reicht jetzt mit der Folge. Ich stehe nämlich ganz locker wieder flockig auf. So, habt ihr gesehen? Aufpassen jetzt. Ja, Pablo Zarbo. Überschüttet sich jedenfalls nicht selber mit Ruhm hier. Okay. Leute, das war's denn. Ich bin absolut eine richtige Pflaume in dem Spiel. Man merkt es direkt. Komplette Pflaumen-mäßig bin ich drauf, ich kann gar nichts, ich kann einfach gar nichts. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sich ein bisschen mehr reinfuchsen muss vorher, wenn man da irgendwas erreichen will. Und ja, aber zum Reichen denke ich, zum Zeigen reicht es. Hoffentlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch nochmal meinen Twitter oder Instagram abchecken für weitere Infos zum Kanal und so weiter. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal irgendeinem Let's Play, wenn ihr Bock habt. Haut rein und tschüss.